wenn Sie sagen würden, es ist bei mir alles nicht so recht konventionell, dann würde ich mich sehr rasch darin wiederfinden. Ich reagiere auf meine eigene Weise, sonst wäre ich nicht ich selbst. Er war einer der umstrittensten Politiker in Deutschland. Die Hälfte des Volkes hat ihn geliebt und verehrt und die andere hat ihn abgelehnt bis gehasst. Das hat sich dann geändert später. Er hat etwas ausgestrahlt, was man so das Visionäre nennt. Der zeigt uns eine bessere Welt. Heute in ZDF History 100 Jahre Willy Brandt. Happy Birthday. Ich glaube, es würde der größte Augenblick in meinem Leben sein, wenn ich zusammen mit meinen Mitbürgern in Berlin durch das Brandenburger Tor gehen könnte. Er hatte nicht mehr daran geglaubt, dass er es noch erlebt. Er hat das sicher als Erfüllung langer Träume auch gesehen. Die Einigung Deutschlands und die Aufhebung der europäischen Teilung, das war sicher eine große Sache für ihn. Brandts politische Karriere beginnt im Berlin der Nachkriegszeit in einer Krise. 1948 verhängt die Sowjetunion die Blockade über West-Berlin, will damit die Westmächte aus der Stadt drängen. Doch die versorgen die Eingeschlossenen über die Luftbrücke. Willy Brandt, damals im Vorstand der Berliner SPD, fürchtet das Schlimmste. Die Gefahr, wie ich es damals sah, die sich aus einem solchen Herausdrücken der Westalliierten ergeben hätte, war riesengroß. Das hätte einen Mechanismus in Gang setzen können, der vielleicht bis zu einem neuen Krieg geführt hätte. Wir werden damit zeigen, was Berlin über die Gangstermethoden der letzten Tage hinaus blühen würde, wenn es in diese Zone einbezogen würde. Wir können nicht schweigen zu den Misshandlungen und Massenverfolgungen in der Sowjetzone, denn wir wollen uns nicht mitschuldig machen an den dort verübten Verbrechen. Der junge Brandt steht links, doch dass er entschiedener Antikommunist ist, soll Moskau wissen. Bitten wir! Rufen wir! Fordern wir! Macht das Tor auf! Macht Schluss mit der widernatürlichen Haltung! 13. August 1961. Die nächste Bewährungsprobe. Die DDR mauert West-Berlin ein. Auch für Willy Brandt, seit 4 Jahren regierender Bürgermeister, ein Schock, der alles verändert. Berlinerinnen, Berliner, wieder einmal haben wir die Menschen dieser Stadt zusammengerufen. Das geschieht heute in einer Lage, die ungleich schwerer ist als jemals in den Jahren seit der Blockade. Ich habe schon damit gerechnet, dass die Grenzen auf ganz andere Weise abriegeln würden. Dass das die Form einer solchen schrecklichen Mauer annehmen würde, das habe ich wirklich nicht geglaubt. Für mich war dieser August 61 etwas, als ob ein Schleier weggerissen würde oder ein Vorhang weggezogen würde. Und dann war die Bühne leer. Für Willy Brandt ist klar, dass er mehr denn je die Unterstützung der Westmächte braucht. 1963 besucht US-Präsident Kennedy die geteilte Stadt. Die Freiheit und Sicherheit West-Berlins will er garantieren. Man ist sich einig. Mit der Mauer muss man leben lernen. Aber der Westen muss die Stellung halten und Flagge zeigen. I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Der US-Präsident ist für Willy Brandt ein Vorbild. Schon als der regierende Bürgermeister 1961 erstmals für das Kanzleramt in Bonn kandidiert, ahmt er Kennedys Wahlkampf nach. Dieses Campaigning, das haben wir auf unsere Verhältnisse abgewandelt, übernommen. Aber sicher war auch gelegentlich ein bisschen viel Zirkus dabei. Doch der Zirkus macht ihn bekannt und manche Berater unruhig.
also wie ein Karussell. Bunt, laut, dreht sich und kommt nirgendwo an. Schöne Mädchen gehen nicht mit jedem. Willy Brandt will Konrad Adenauer, der seit 12 Jahren in Bonn regiert, als Kanzler ablösen. Dass die Sozialdemokratie nun bereit sei, selbst das Ruder in die Hand zu nehmen, will er so vielen Menschen wie möglich klarmachen. In den Herzen für ihn gibt's keinen Ersatz. Als ich mit dem Kind schwanger war, das war Wahlkampf, und dann hieß es, das wollen die auch wie die Kennedys machen. Das heißt, die gesamte Familie kämpft mit, auch vor der Kamera. Die Familie ist für Willy Brandt der Platz, an dem er für seine Arbeit immer wieder neue Kraft gewinnt. Heute also hat Frau Ruth den Kaffeetisch im kleinen gepflegten Garten nicht umsonst gedeckt. Peter und sein jüngerer Bruder Lars drängeln schon, dass Vater mit ihnen an den See geht. Frau Brandt freut sich, dass ihr Mann wieder einmal Zeit hat für die Jungs. Und der Vater hat Mühe, zwischen den vielen Vorschlägen zu wählen, die sie ihm für den Rest des Nachmittags machen. Aber vorher eine kleine Kahnpartie auf dem nahen See. Wenn auch dicke Wolken am Himmel hängen, Peter möchte dem Vater zu gern noch seine Schwimmkünste vorführen. Das war natürlich gestellt. Er war wenig zu Hause. Allerdings sage ich immer, wenn er zu Hause war, hatte ich das Gefühl, dann war er auch da. Also man konnte zu ihm vordringen, ihn ansprechen. Der politische Gegner fürchtet die Popularität des SPD-Kandidaten und nimmt ihn ins Visier. Das Rampenlicht ist angestellt und vorn, ganz vorne, steht der Held. Der Bühnenheld bringt seinen Text, wobei er ständig wächst und wächst. Er singt mit Hilfe aller Glieder die schönsten Wahlversprechungslieder und mancher applaudiert dem Lied, weil er nur den Helden sieht. Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler, spürt, dass das Ende seiner Ära bevorsteht. Er ist 85 Jahre alt und hält dennoch an der Macht fest. Wir gerieten aneinander, als ich das erste Mal an der Spitze meiner Partei kandidierte, das heißt gegen ihn, das heißt mit dem Ziel, Bundeskanzler zu werden, was ich ja nicht gleich erreicht habe, wie jeder weiß. Und da war er nicht pingelig, diese Auseinandersetzung zu führen, hat er mich entwaffnet, indem er sagte, aber Brandt, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Wenn ich was gegen Sie hätte, würde ich es Ihnen doch offen sagen. Der 1913 in Lübeck geborene Kanzlerkandidat leidet im Wahlkampf unter den Anspielungen auf seine Herkunft. Da wachsen sie auf ohne Vater, wohnen dann auch nicht bei der Mutter, geben den Großvater als den Vater aus oder er gibt sich als dieser aus. Und da kommt sonst noch eine ganze Menge zusammen. Und daraus wird dann so eine Frühexistenz, der gegenüber sie sagen, wenn sie etwas älter werden, also das isolieren wir mal, lassen wir mal einen Abschnitt für sich bleiben. Der Kanzler nennt im Wahlkampf auch den Namen, den Willy Brandt in seinen jungen Jahren trug. Brandt alias Frahm hieß die Anspielung auf die uneheliche Geburt, auf das Exil und auf die Namensänderung. Das war eine solche Gemeinheit, eine Wunde, die nie verheilt ist. Der Weg ins norwegische Exil. 1933 floh der damals radikale Sozialist aus Deutschland, weil ihn die Nazis verfolgten. In Skandinavien gibt sich der junge Journalist und Funktionär der sozialistischen Bewegung den Namen Willy Brandt. Mit 26 wird er Vater, seine erste Frau ist Norwegerin. Ich kann nicht erkennen, dass es eine nationale Pflicht gegeben hätte, sich einsperren und totschlagen zu lassen. Ich habe großen Respekt vor dem Lebenslauf anderer, aber ich kann nicht erkennen, auch nicht erkennen, dass es eine nationale Pflicht war, für Hitler in den Krieg zu ziehen. Mehr als 20 Jahre nach dem Krieg der nächste Karrieresprung. In der von CDU-Kanzler Kiesinger geführten ersten großen Koalition wird Willy Brandt Vizekanzler und Außenminister. SPD-Fraktionschef Herbert Wehner hat das Zweckbündnis zwischen Union und Sozialdemokratie 1966 geschmiedet.
Der ehemalige Kommunist Wehner, das frühere NSDAP-Mitglied Kiesinger und der einstige Exilant Willy Brandt bilden gemeinsam eine Regierung, die immerhin in der Lage ist, die erste Wirtschaftskrise der Bonner Republik zu beenden. Er hat gesagt, das ist wieder natürliche Unzucht, ein bisschen. Und hat akzeptiert, dass diese Große Koalition der Versuch gewesen ist einer Versöhnung, einer gesellschaftlichen Versöhnung. Die Gesellschaft ist im Aufbruch. Neue Zeiten, neue Sitten. Die sogenannten wilden 60er. Die 68er-Bewegung beginnt an den Unis. Revoltierende Studenten sehen sich als außerparlamentarische Opposition, da sie im Bonner Bundestag ein Gegengewicht vermissen. Bald richtet sich der Protest gegen das gesamte politische Establishment. Selbst gegen reformfreudigere Minister. Es gibt nun einmal Kräfte in unserem Land, die ein Interesse daran haben, den Unwillen am Leben zu erhalten und womöglich noch zu intensivieren. Der Konflikt erfasst die Familien. Auch Willy Brandts Sohn Peter beteiligt sich aktiv an der Revolte gegen die Vätergeneration. Sieben dachte, wir gehen essen, weil ich nämlich... Das persönliche Verhältnis war nicht schlecht zum Vater. Es war kompliziert oder problematisch aufgrund dieser Konstellation. Aber es war nicht schlecht. Ich denke, auch er hat verstanden, dass ich da nicht Krawall machen wollte, sondern dass das schon echte Anliegen waren. Das war für ihn sicher schwierig. Ja, irgendwas würde ich trotzdem ganz gerne essen. Wir fahren mit dem jetzt rein. Im Frühjahr 68 kommt es zur härtesten Bewährungsprobe im Vater-Sohn-Verhältnis. Peter Brandt wird bei einer Demonstration mit anderen Gesinnungsgenossen festgenommen und in polizeilichen Gewahrsam gebracht. Ein gefundenes Fressen für die Presse. Das war dann für mich auch der Anlass, zu sagen, so jetzt musst du dir mal überlegen, wie du diesen Quatsch entgehen kannst. Dann habe ich mein Engagement nicht eingestellt, aber ich habe sehr konsequent versucht, dass das nicht mehr als nötig in die Öffentlichkeit gerät. Druck von links auf die mitregierende SPD. Das Thema Revolte bewegt nicht nur den Vater und den Sohn. Ja, das war schwer, weil Peter so ungerecht behandelt wurde. Auch kriegt er nicht die Stütze von Willy, die ich meinte, er haben sollte. Ich meinte, der hatte Recht, gegen das und das und das zu kritisieren. Und ich habe auch gesagt, wenn ich in dem Alter wäre, hätte ich auch mitgemacht. 28. September 1969, Bundestagswahlabend. Ich gebe ab an Gerd Löwenthal. Einen Schritt noch zurück. Meiner Partei möchte ich sagen, dies ist das beste Ergebnis, das wir bisher gehabt haben. Und ich habe die FDP wissen lassen, dass wir zu Gesprächen mit ihr bereit sind. Dies ist der Beginn der sozialliberalen Koalition. SPD und FDP wollen die Regierung bilden. Dies ist der jetzt fällige Schritt von unserer Seite. Über alles andere wird morgen zu reden sein. 20 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik kommt der Machtwechsel. Zum ersten Mal zieht ein SPD-Mann ins Kanzleramt ein. Ich frage den Abgeordneten Brandt, nehmen Sie die Wahl an? Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ich stelle fest, dass damit der Abgeordnete Brandt zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist und spreche Ihnen die aufrichtigen Glückwünsche des Hauses aus. In der Villa Hammerschmidt erhält der vierte Bundeskanzler vom Bundespräsidenten die Ernennungsurkunde. Sein politisches Programm ist ambitioniert. Die Bonner Republik soll sich öffnen, nach innen und nach außen. Entsprechend wird der politische Wandel zelebriert und in Parolen gekleidet. Solche demokratische Ordnung
braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Das passende Motto zum gesellschaftlichen Fortschritt. Von nun an dürfen junge Menschen schon ab 18 wählen und nicht erst ab 21. Gesetze zur Gleichberechtigung der Frau werden verabschiedet. Mehr Bildung für das Volk, Reformen im Familienrecht und im Sozialsystem sind ehrgeizige Ziele. Aber über die Kosten entbrennt ein heftiger Streit. Es ist der unerträgliche Gegensatz zwischen Versprechungen und dem, was erreicht worden ist, ihrer Nichterfüllbarkeit. Es ist das System der dauernden Warm- und Kaltbäder. Ein Regen und Gewitter nach dem anderen, Aufwertung, Steuererhöhung, Steuerreform und so weiter. Steuersenkungen haben sie versprochen. Da wird darin wohl bei der Nacht nicht mehr erinnert werden überhaupt. Und dazu das drohende Grollen der Gesellschaftsreformer, die darunter eine Sprengung unserer Gesellschaft verstehen. Das zweite große Streitthema, die Entspannungspolitik. Stacheldraht und Todesstreifen trennen die Deutschen in Ost und West. Einst hat auch Willy Brandt die DDR als Sowjetzone bezeichnet. Nun will er den zweiten deutschen Staat politisch anerkennen. Im Gegensatz zu früheren Regierungen. Dafür sollen die Grenzen durchlässiger werden. Mit dem Kopf gegen die Mauer zu rennen, würde dem Kopf weniger gut bekommen als der Mauer. Und es blieb nichts anderes übrig, als sich zu fragen, wie können wir durch eine veränderte Politik den besonders abträglichen Wirkungen dieser Spaltung entgegenwirken. Kanzlerbesuch in Erfurt. DDR-Ministerpräsident Willi Stoff begrüßt Willy Brandt. Daran soll es nicht liegen. Danke sehr. Naja, ich würde sagen, es wäre wirklich sehr schön, wenn mal eine Einigkeit käme. Für die Deutschen im Osten ist der Willi aus dem Westen ein Hoffnungsträger. Als er aus dem Bahnhof rauskam, da setzte ein Druck ein von hinten, ein Schieben und Drängen. Da war eine junge Frau, die war vielleicht so 5 Meter von mir weg. Und die rief, beiß zu. Und in dem Moment, da waren ein paar Gebisse schon an den Gelenken in der Kette. Und da ist die Kette aufgegangen. Da haben sie nur noch an den Händen versucht. Und da haben sie auch den Druck nicht mehr standgehalten. Und damit waren wir dann vorne an den roten Teppich. Willy Brandt bietet der DDR die Anerkennung als Staat im Gegenzug für menschliche Erleichterungen. Und als Brandt dann am Fenster erschien, das war wirklich, kann man gar nicht beschreiben. Was das für ein Schrei war, so wie so eine Erlösung, so ein Freischreien, also es war unbeschreiblich. Eine leichte Handbewegung und dann dämpfen, bleibt ruhig, ich verstehe euch. Aber ich kann jetzt nicht anders. Künftig wird es mehr Begegnungen geben zwischen Deutschen aus Ost und West. Noch im gleichen Jahr reist Willy Brandt nach Polen. Der Besuch ist heikel, denn noch steht das Leid des Krieges zwischen beiden Völkern. Besatzungsgräuel, Holocaust und Vertreibung. Ich bin mir bewusst, dies ist eine schwere Reise für eine friedliche Zukunft. Wird sie von Bedeutung sein. Noch ahnt niemand, dass ein Moment bevorsteht, der Geschichte machen wird. Vor dem Mahnmal des Aufstandes im jüdischen Ghetto. Brand auf dem Gebiet des ehemaligen, des Warschauer Ghettos. Und zwar genau auf dem Platz, auf dem sich auch mein Leben und meiner Frau entschieden hat. Da sind wir rausgeführt worden. Da wurden wir rausgeführt und wir wussten noch nicht, nach links, das heißt zum Umschlagplatz und zur Vergasung, oder nach rechts, dann durften wir noch etwas am Leben bleiben. Ich fand, ich konnte dann letztlich nicht anderes tun, als
ein Zeichen zu setzen. Ich bitte, als einer, der nun nicht zu den wildesten Anhängern Hitlers gehört hat, um es mal so zu sagen, ich bitte für mein Volk um Verzeihung. Bete auch darum, dass man uns verzeihen möge. Kein symbolischer Moment seines Lebens hat mehr Menschen bewegt als der Kniefall. Das werde ich ihm nie vergessen. Und das hat auch in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Vielleicht habe ich erst in diesem Augenblick ganz gewusst, dass es doch richtig war, als ich im Jahre 58 Polen verlassen habe, mich für die Bundesrepublik Deutschland zu entscheiden. Der Schlüssel zur Entspannung in Europa aber liegt in Moskau. Willy Brandt trifft den sowjetischen Staatschef Leonid Brezhnev. Die Chemie stimmte. Wein, Weib und Gesang war für beide akzeptabel. Und wenn die Ärzte gesagt hätten, ihr solltet ein bisschen vorsichtiger sein, hätten beide sofort beschlossen, sie hören auf zu singen. Als ich gestern Nachmittag während meines Gesprächs mit dem Generalsekretär der KPDSU Halsschmerzen verspürte, die am Arm noch etwas zunahmen, habe ich gesagt, ob man nicht aus irgendeiner Apotheke irgendwelche Geschichten zum Lutschen kommen lassen könnte. Stattdessen erwarteten mich in dem Haus, das man mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte, drei Ärztinnen. Gewaltverzicht und Respektierung der bestehenden Grenzen, das ist Inhalt der Ostverträge von 1970. Die Bonner Regierung bekräftigt, dass die Aufteilung des früheren Deutschen Reiches östlich von Bundesrepublik und DDR nicht angefochten wird. Polen hatte nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Gebiete erhalten, als es auf Drängen der Sowjets nach Westen verschoben wurde. Das nördliche Ostpreußen ging an die Sowjetunion, das dem Hitlerreich angeschlossene Sudetenland ging zurück an die Tschechoslowakei. Vor allem aus den Ostgebieten vertriebene Deutsche protestieren gegen den angeblichen Ausverkauf ihrer Heimat. Manche glauben, die Grenzen könnten noch mal verschoben werden. Die Brandt-Regierung unterwerfe sich ohne Gegenleistung dem Machtanspruch kommunistischer Diktaturen. Also das habe ich auch als Schüler und als Sohn dieses Vaters zu spüren bekommen, dass man in einer sehr rauen Atmosphäre gelebt hat zu der Zeit. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich jahrelang, wenn ich aus der Schule rausgekommen bin, dann stand gegenüber der Schule groß an die Wand geschrieben, Brandt an die Wand. Meine Damen und Herren, ich unterbreche unsere Sitzung für einen Augenblick. Ich erhalte soeben die Nachricht, dass die Nobelpreiskommission des norwegischen Parlamentes heute dem Herrn Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland den Friedensnobelpreis verliehen hat. Da saß Willi wie aus Stein, ganz steif und nichts rührte sich in sein Gesicht. Und ich dachte, er freut sich und jubelt. Aber irgendwie, er war ja oft so, wenn was ihm sehr, sehr bewegte, das sollte er nicht zeigen. Die Preisverleihung in Oslo im Dezember 71 wird für Brandt zu einem der größten Augenblicke seines Lebens. Norwegen, seine Heimat während des Exils, erweist ihm die höchste Ehre. Doch brauchen die Ostverträge noch die Zustimmung der Mehrheit im Bonner Bundestag. Einige Abgeordnete verließen die Regierungsparteien und wechselten zu den Christdemokraten. Ihr Parteichef ist Rainer Barzel. Ich war bereit zur Verständigung, ich war bereit zu einem Modus Vivendi, hatte auch die Fraktion soweit, aber wir waren nicht bereit, auf die deutsche Einheit und auf unser Selbstbestimmungsrecht zu verzichten. Und darauf hat sich dann zugespitzt. Die Anerkennung der DDR und der Grenzen im Osten stehe der Selbstbestimmung aller Deutschen entgegen, lautet der Vorwurf. Willy Brandt soll das Misstrauen ausgesprochen werden. Die Frage, um die es hier und heute geht, ist doch ganz einfach.
Es ist eine Situation entstanden, in der die Bundesregierung keine gesicherte Mehrheit für ihre Politik besitzt. Die Opposition bietet daher eine Alternative an. Das ist sowohl ihr Recht wie ihre Pflicht. Brandts Amtsvorgänger hat das Wort. Der Bundestag wollte beschließen. Der Bundestag spricht Bundeskanzler Willy Brandt das Misstrauen aus und wählt als seinen Nachfolger den Abgeordneten Dr. Rainer Barzel zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Es ist einer der spannendsten Momente in der Geschichte des Bonner Parlaments. Genügen die Stimmen der Überläufer für den Machtwechsel? Die Opposition ist sich sicher. Doch dann die Überraschung. Ich stelle fest, dass der von der Fraktion der CDU-CSU vorgeschlagene Abgeordnete Dr. Barzel die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Der Antrag der Fraktion der CDU-CSU. Was man da fühlt, ja, man hat es nicht geschafft. Ich habe dann später die Fernsehbilder gesehen, 10 Jahre später, ich habe es nie angeguckt. Da habe ich mit dem Kopf gewackelt. Ich erinnere mich, dass um mich herum sozialdemokratische Abgeordnete Freudentänze wie Derwische gemacht haben. Er nicht geschafft und Verräter. Willy Brandt bleibt Kanzler. Doch es gibt einen Verdacht. Dieses Thema Ostpolitik, Ratifizierung der Ostverträge, hat die bundesdeutsche Gesellschaft und Politik damals gespalten. Und es war wirklich ein sehr stark emotionalisiertes Thema auch. Und so haben alle Seiten versucht, mit unlauteren oder lauteren Mitteln die Mehrheiten für sich zusammenzubekommen. Auch die DDR-Staatssicherheit und ihr Chef Erich Mielke mischten mit, auf Geheiß der SED-Spitze. Brandt sollte Kanzler bleiben. Wie die Hilfe aussah, ist zunächst unklar. Meine subjektive Überzeugung war und ist, dass bei vollzogenen und versuchten Fraktionswechseln auch finanzielle Dinge im Spiel gewesen sind. Im Vorfeld des konstruktiven Misstrauensvotums sind massive Verhandlungen von allen Seiten offenbar im Gange. Also auch die Russen kommen im Koffer Geld an, bieten das Egon Bahr an. Und als unsere Freunde aus Moskau gesagt haben, am Geld darf es nicht liegen, wenn die Regierung gekippt wird, notfalls werden wir aushelfen und 500.000 D-Mark bereitgestellt hatten. Und ich gesagt habe, vielen Dank, spendet es für einen guten Zweck, wir nehmen kein Geld. Es kommt zu Gesprächen auch mit der DDR-Seite offenbar, wo auch über Geld gesprochen wird, was fließen kann. Das lehnt Egon Bahr auch ab. Doch andere offenbar nicht. Die Stasi hat ja nicht nur Julius Steiner, der ja ein Stasi-Zuträger war, das muss man ja auch mal sehen, gekauft, sondern einen weiteren Abgeordneten, den CSU-Abgeordneten Leo Wagner, der zwar kein Stasi-Zuträger war, das lief über einen Mittelsmann, sondern wohl in permanenter Geldnot sich befand. Das ist der einzige wirklich erfolgreiche Versuch der DDR und der Staatssicherheit, in die Geschicke der Bundesrepublik einzugreifen. Und es gibt auch eine schöne Quelle. Kurz danach fährt Erich Honecker nach Rumänien zu Ceausescu und brüstet sich damit, dass er die Regierung Brandt gerettet hätte. Achtung, Achtung! Bürger für Brandt! Neuwahlen sollen Klarheit schaffen, denn Rainer Barzel ist zwar gescheitert, doch auch Willy Brandt fehlt im Parlament die Mehrheit. Es ist eine Kampagne, wie sie die Republik noch nicht erlebt hat. Wählerinitiativen mobilisieren Stimmen für die SPD und ihren Kanzlerkandidaten. Auch Intellektuelle engagieren sich, wie Günter Grass. Das war das erste Mal, dass also von außen her Bürger im größeren Umfang in eigenen Organisationsformen sich für die Sozialdemokraten aussprachen. 19. November 1972, Wahlabend. Die SPD erreicht das beste Ergebnis ihrer Geschichte, fast 46%. Ein Triumph für Willy Brandt. Adenauer habe ich sehr geschätzt, aber diese Rosen
sind für Willy Brandt, der uns den Weltfrieden bringt. Vielen Dank für die Rosen und herzlichen Dank allen, die mir in diesen Wochen geholfen haben. Um Willy Brandts Verführungskünste ranken sich mehr denn je die wildesten Gerüchte. Er war dreimal verheiratet, hatte zwei ernsthafte außereheliche Beziehungen. Also das ist, was gesichert ist, was er auch selber nicht bestritten hat. Aber nach meiner Einschätzung war er kein Schürzenjäger. Man hatte eher ein romantisches Verhältnis zu Frauen. Es ist eine Zeit, in der die Medien das Privatleben der Politiker noch eher zurückhaltend kommentieren. Er hat Charme gehabt, er hat Charisma gehabt. Er wirkt auf jeden Fall auf Frauen, aber auch durch seine Art, mit ihnen umzugehen. Ich habe ihn schon als Teenager verehrt. Und natürlich war er für mich ein außergewöhnlicher Mensch, der die Menschen ansprach und vor allem die Herzen der Menschen ansprach. Und wer kann das schon? Die Herzen. Die Herzen versucht der Kanzler auch unter Tage zu gewinnen, bei typischen Stammwählern der SPD, den Kumpel. Auch sie fordern höhere Löhne. Und das in Zeiten der wirtschaftlichen Flaute nach der ersten Ölkrise. Angesichts steigender Staatsschulden und Arbeitslosenzahlen gerät der Hoffnungsträger in Bedrängnis. Dies ist auch eine Zeit, in der es nicht klug wäre, die Kostenentwicklung durch ungebührliche Tarifabschlüsse über Gebühr zu belasten. Viele Reformprojekte sind nicht mehr finanzierbar. Brandt wirkt amtsmüde und unentschlossen. Die Folgen einer Operation am Kehlkopf machen ihm zu schaffen. Oft im Herbst kriegt er seine Depressionen und legt es sich hin. Und dann lasen wir nächsten Tag in den Zeitungen, dass er Erkältung hatte. Aus dem Wahlerfolg vermag er keine Kraft zu schöpfen. Danach brach Brandt gewissermaßen in sich zusammen. Er war erschöpft nach diesem großen Sieg. Er hat vieles eben auch treiben lassen. Diese Fähigkeit tatsächlich, neue Akzente zu setzen, gerade auch in der Innenpolitik, ist ihm scheinbar da abhanden gekommen. Und das hat Wehner öffentlich bemängelt und hat Brandt ihm vorgeworfen, dass er tatsächlich kein Macher mehr sei, sondern eben zu sehr anderen die Dinge tun lasse und selber eben eigentlich gar keinen Zugriff mehr habe auf die Regierung. Insofern gab es viele Dinge, die zu seinem Rücktritt auch beigetragen haben. Insofern ist der Fall Guillaume dann der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Seit Frühjahr 1973 gibt es einen schlimmen Verdacht. Ein Mitarbeiter im Kanzleramt sei Spion der DDR. Im Sommer verbringt Familie Brandt ihren Urlaub in Norwegen. Der Mann, der schwer verdächtig ist, fährt dennoch mit. Doch, der war nett. Der war nett. Und ich bin bei dem da im Haus ein- und ausgegangen. Weil die hatten auch einen Sohn, der etwas älter war, als ich auch da mit in Urlaub war. Ich habe da auch manchmal übernachtet und habe mich damals wohl immer gewundert, warum die nachts so viel Schreibmaschine schreiben. Günther Guillaume ist der persönliche Referent von Willy Brandt. Es heißt, man benötige noch Beweise, um ihn endgültig als Spion zu überführen. Im Grunde genommen wusste der Verfassungsschutz, damals unter Leitung von Herrn Nollau, wussten vermutlich auch Genscher und sein Bürochef Herr Klaus Kinkel, dass nicht nur ein Verdacht bestand, sondern dass durch entschlüsselte Funksprüche klar war, wer Guillaume ist. Ende April 1974 kehrt Brandt von einem Besuch in Ägypten zurück. Innenminister Genscher empfängt ihn noch am Flughafen mit der Hiobsbotschaft, Guillaume sei festgenommen, zweifelsfrei sei er ein DDR-Spion. Wissen Sie, da kommt man von einer Auslandsreise ein bisschen angeschlagen zurück.
Da kommen die ganz profanen Dinge dazu. Da geht man zum Zahnarzt und muss sich einen Zahn oder mehrere ziehen lassen. Und dann kommt dieser Mist dazu. Und dann gibt es eine Situation, aus der heraus sie sagen, jetzt ist besser, ich höre auf. Hektisch wird untersucht, wie groß der Schaden ist. Was könnte der Spion verraten haben? Brandt fühlt sich missbraucht. Dass es nicht zu verantworten war, den Mann so lange in meiner Nähe zu belassen und mich quasi als Versuchskaninchen tätig sein zu lassen, an dem festgestellt werden sollte, ist er es nun oder ist er es nicht. Günther Nollau, Chef des Verfassungsschutzes, lässt ein Dossier erstellen, aus dem hervorgeht, Brandt sei durch intime Kenntnisse Guillaumes erpressbar. Dass ich es dann zu hören bekam, dass Einblicke des Spions in Bereiche meines privaten Lebens ausgenutzt werden könnten durch seine Auftraggeber. Ich habe das für völlig absurd gehalten. Und doch muss Brandt damit rechnen, dass Details aus seinem Privatleben zum öffentlichen Thema werden. Politische Gegner und manche Medien wittern den Skandal. Kritiker in der eigenen Partei halten diesen Zustand für untragbar. Dann kam dieses Thema Frauen und solche Sachen. Das ist natürlich schwer, sowas durchzustehen. Dann, aber das hätte er tun können, wenn er vielleicht in einer besseren Verfassung gewesen, gesundheitlichen Verfassung gewesen wäre. Das war ja alles im Grunde lächerlich. Aber damit mit so etwas auseinanderzusetzen, da gehört dann schon auch ein bisschen Kraft dazu. Doch die Kraft fehlt. Die banale Alltagspolitik, die Anfechtungen außerhalb und innerhalb der Partei haben ihn zermürbt. Die Affäre Guillaume gibt nur den letzten Anstoß für den Rücktritt. Ich kann mich daran erinnern, weil er an mein Bett kam und sagte, heute trete ich zurück. Und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich ist richtig. Eine muss die Verantwortung auf sich nehmen. Mai 74. Die SPD-Fraktion nimmt Abschied. Onkel Herbert, wie sie Fraktionschef Wehner nennen, ergreift das Wort. Der Brandvertraute Egon Bahr meint, Wehner selbst habe dem Kanzler den Rücktritt nahegelegt. Wehner trompetete einen Strauß von Rosen in der linken Hand tragend in den Raum. Willi, du weißt, wir alle lieben dich. Und das Wort Liebe aus diesem Mund, aus diesem Anlass, war für mich ein zu viel an Heuchelei. Und deshalb habe ich meine Tränen nicht zurückhalten können. Willy Brandt bleibt Parteivorsitzender. Helmut Schmidt wird Kanzler. Und wieder gibt es Rosen. So wahr mir Gott helfe. Ich darf Ihnen noch einmal die herzlichen Glückwünsche des Hauses. Helmut Schmidt sieht sich nicht als Visionär, sondern als Macher. Die kommenden Jahre fordern ihn immer wieder als Krisenmanager. Anfang der 80er Jahre erhitzt die Debatte um die NATO-Nachrüstung die Gemüter. Die Sowjetunion hatte zuvor neue Mittelstreckenraketen in Osteuropa stationiert. Auch die SPD steht vor einer Zerreißprobe. Man darf ja nicht vergessen, die Friedensbewegung wurde ausgelöst durch den NATO-Doppelbeschluss. Und dieser NATO-Doppelbeschluss war wesentlich herbeigeführt worden von Helmut Schmidt. Weil Schmidt sagte, Verhandlungen über Abrüstung mit dem Osten haben nur dann einen Sinn, wenn wir ein Gegenangebot machen können. Und Brandt hat das eben aus einer idealistischen Warte gesehen, als Pazifist gewissermaßen, und hat von daher die Friedensbewegung sehr stark unterstützt gegen Helmut Schmidt. Und da durfte er sich natürlich nicht wundern, dass dieses ohnehin schon bestehende Konkurrenzverhältnis mit Schmidt dann neu aufbrach und regelrecht eskalierte. Der Parteichef weicht vom Kurs des Kanzlers ab. Stellt euch dem Selbstbetrug des Wettrüstens in den Weg. Haltet das Tor offen für das Leben
Ich danke für die Aufmerksamkeit. Sein Wunsch, mit der Jugend in Kontakt zu bleiben, führte ihn zur Vernachlässigung von innen- und außenpolitischen Notwendigkeiten, die ich als Notwendigkeiten empfand. Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Nach dem Ende der Ära Schmidt setzt Bundeskanzler Helmut Kohl die von seinem Vorgänger initiierte NATO-Nachrüstung durch. Und Willy Brandt wird erleben, dass die neue Regierung viel stärker an der Tradition seiner Ostpolitik anknüpft, als er dachte. Auch wenn sich ansonsten immer wieder die Geister scheiden. Aber Sie sollten sich schämen, Herr Bundeskanzler. Aber hört Sie doch auf. Sie sollten sich schämen. Wenn Sie laut werden, ist das ja nur ein Beweis dafür, dass Nein, Sie ich kann das nicht durchgehen lassen. Dass Sie ein schlechtes Sie Gewissen schaden haben. Unserem Volk. Durch aber diese Lügen. Herr Brandt, was Sie alles in Amerika vor ein paar Tagen gesagt haben, das hat der Bundesrepublik geschadet. Nein. Und nicht das, was ich hier dem deutschen Publikum Nein. sage. Die Leute konnten ja lesen, Sie sagen den was Menschen Sie gesagt haben. Herr Bundeskanzler. Ich lasse das nicht durchgehen. Was haben Sie alles gegen den amerikanischen Präsidenten? Das stimmt doch gar nicht. Ja, ich war doch mitten im Land in den letzten acht Tagen. Das stimmt doch gar nicht. Es gab diese Szene, aber das war eigentlich eher ungewöhnlich zwischen den beiden. Eigentlich verstanden die sich menschlich ganz gut. Und Kohl hat sich ja dann regelrecht darum bemüht, auch um ein gutes Verhältnis zu Willy Brandt. Der Kohl konnte ja bekanntlich nicht mit Schmidt oder umgekehrt. Aber ich glaube, dem war der politische Stil von Willy Brandt gar nicht fremd oder unsympathisch. Da hat sich, glaube ich, ein sehr entspanntes und freundliches, nicht freundschaftliches, aber freundliches Verhältnis entwickelt im Laufe der Jahre. Auf dem Weg zur deutschen Einheit steht das SPD-Idol dem CDU-Kanzler manchmal näher als der eigenen Partei. Und jetzt erleben wir, und das ist etwas Großes, und ich bin dem Herrgott dankbar dafür, dass ich dies miterleben darf. Wir erleben, dass die Teile Europas wieder zusammenwachsen. 20 Jahre nach seinem ersten Besuch in Erfurt macht er sich 1990 wieder auf den Weg dorthin. Während manche Stimmen in der SPD vor den Kosten und dem hohen Tempo zur Einheit warnen, betont er das Verbindende. Er hat gefühlt, dass die Menschen in der DDR fühlten, dass er für sie war und sie nicht vergessen hatte. Insofern war er der Kanzler der Deutschen, bevor der Kanzler, der die Einheit gebracht hatte, gewählt wurde. Auch die Erfurter sollen erfahren, wie zusammenwachsen soll, was zusammengehöre. Wir müssen gleichberechtigt gleichberechtigt, sozial ausgewogen, mit guter europäischer Gesinnung. Keiner soll mehr befürchten müssen, dass von Deutschland noch einmal Krieg ausgeht. Er hat nicht viel von Deutschland gesprochen, aber daran gedacht und gewusst, mit Stolz, dass sein Name mit dem der deutschen Einheit und der Selbstständigkeit gleichgesetzt wurde. 3. Oktober 1990. Helmut Kohl und Willy Brandt. Der Kanzler und der Altkanzler der Einheit. Mein eigentlicher Erfolg war, denke ich, mit dazu beigetragen zu haben, dass in der Welt, in der wir leben, der Name unseres Landes, Deutschland also, und der Begriff des Friedens wieder in einem Atemzug genannt werden können. Das war nicht selbstverständlich für den jungen Mann, der ich damals war, als ich den Krieg erlebte und zurückkam in das verwüstete Deutschland im Jahr 1945. Willy Brandt stirbt im Oktober 1992 mit 78 Jahren.